Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Flinken Pfotenschule. In dieser Videoreihe geht es nun speziell um die Griffe auf dem Tupian Chalumeau, also dem Chalumeau mit der Bezeichnung CU. Die normale Videoreihe Chalumeau Lernen beschäftigt sich ja mit dem systematischen Lernen von dem Instrument und diese Reihe behandelt halt die einzelnen Töne. Falls euch mal ein Ton für ein Lied fehlen sollte, könnt ihr ganz einfach in dieser Videoreihe nachgucken und werdet dann hoffentlich fündig. Der Tonumfang ist von dem C1, also C', bis zu dem C3. Also ist schon eine ganze Menge und wir werden das jetzt alles mal durchgehen. In diesem Video soll es um das D gehen, beziehungsweise um das D', also den zweittiefsten Ton auf diesem Instrument. Gut, dafür müssen wir wieder hinten das Loch verschließen. Nehmen auf der linken Seite den Zeigefinger für das erste Loch, den Mittelfinger für das zweite Loch, den Ringfinger für das dritte Loch und den kleinen Finger für das vierte Loch. Auf der rechten Seite den Zeigefinger für das erste Loch, den Mittelfinger für das zweite Loch und den Ringfinger für das dritte Loch. Okay, den kleinen Finger lassen wir diesmal außen vor und wenn wir das spielen, erklingt ein D. Sollte es zu Quietschern gekommen sein, liegt das meistens an ein paar Sachen. Entweder es liegt am Blatt oder ihr greift nicht ganz sauber. Also die Löcher müssen schon entweder richtig verschlossen sein oder halb verschlossen sein. Da müsst ihr ganz genau darauf achten. Und der letzte Punkt, der sein könnte, wäre, dass ihr vom Ansatz her noch nicht ganz richtig seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn das so ist, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich freue mich auch immer über einen Daumen hoch und auch Kommentare muntern mich sehr auf. Übt fleißig und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!